Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dani Rolpe. Wir heißen euch willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Hallöchen. Dani Rolpe, was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir haben den Tyrannosaurus Rex fertig gemacht. Ja. Und befreit. Und den Abwasserkanal betreten. Ja, wir sind jetzt gerade in der im Abwasserkanal. Und jetzt seht euch an. Seht euch mein geniales Opfer an. Ja, ich meine. Oh. Wir mussten sogar da rein. Na, du zumindest, ich nicht. Ja, du bist tot. Ich nicht. Ich bin nicht tot. Ich kann jederzeit wiederkommen. Ich auch. Nein, du bist du. Was? Weißt du, wie diese Geister heißen? Sie heißen Knuddler. Ja, ja. Schon. Oh, guck mal da, die Kleinen da. Ich kann dir jetzt im Moment nicht helfen. Ey, das ist wahr. Oh, ja, 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 ja. Lauer, einfach weg. Was bist du denn? Was bist du denn, ey? Ein kleiner Haufen, ne? So. Das will ich das erstmal machen. Ah, kümmere dich erstmal später darum. Ich glaube, das gehört zum Boss. Nein. Okay. Ja. Du musst mich jetzt erstmal auf die andere Seite bringen. Haha. Weil, pass auf. Das ist das, was dahinter steckt. Ja, jetzt könnte Eis hat uns zum letzten Moment gefehlt. Aber warte mal. Ich möchte mal, dass du das veränderst, damit wir alles erkunden. Okay. Geld. Ich bin in die Mine hochgegangen. Ja. Wo war es denn bis jetzt? Da oben. Warte. Ja, das ist falsch. Nein, das ist richtig. Ich dachte, du warst schon da. Ja, stimmt, da war ich schon. Warte. Oh. Warte. Miau. Miau. Was? Oh. Hey. Du kommst da oben raus. Nee. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Aber da hatten wir Geräusch. Dreh mal bitte den zweiten Hebel nach oben, damit ich da wieder da oben komme. Mario. Hör auf, nach Mario Mario zu rufen. Nee, war eins. Explosion. Explosionen! Ja, wie mein Fallout. Überall. Ich unterhalte mich mit dir und auf einmal. Was zum Teufel war das? Ich hab's nie gesehen. Du musst den zweiten Hebel wieder zurückstellen. Ist ja voll kompliziert, ey. Nee. Ja, jetzt sieh sie an, wo ich jetzt rauskomme. Hallo. Bin ich. Mario. Luigi. Und jetzt elektrisiert der mich hier drauf. So. Aber weißt du, was wir jetzt machen müssen? Den ganzen Weg zurück. Genau. Good job. Gute Arbeit, ich. Sehr gut, der Wasserspielstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knüpfe den Techniker vor. Ich war zu faul zum Laufen. Da dein Helm bewegt sich. Sein Helm bewegt sich. Oh mein Gott, der guckt dich an. Ich glaube, er hat ein Auge auf dich geworfen. Ich glaube, er mag dich. Gott. Er mag dich. Oh, jetzt ist der Besen kaputt. Du hast deinen Besen kaputt gemacht. Er rastet voll aus. Wer an. Du hast ihm deinen Besen kaputt gemacht. Wie kannst du es eigentlich wagen, ey? Warte mal.
Schweinchen und Parmesan. Aua. Aua, ich bin denen gefallen. Dass die mir die ganze Zeit hochgeht. Ah, ich glaube, du kannst mit dem Fußball eine Wand kaputt machen. Was? Hat nicht funktioniert? Why? Warum? Oh. Was ist das denn? Richtiges. Aus dem Weg. Du auch. Oh. Warum ist hier überall Öl, ey? Das habe ich gerade gemacht. Na, da liegt schon das ganze Geld. Oh, das macht eine Dings, oder? Was? Flaschenpost. Eine Flaschenpost? Ich schneide jetzt kaputt. Da ist auch eine Flaschenpost drin. Hab ich irgendwas hier zum Aufspießen? Keine Ahnung, komm mal her. Oh, was? Du hast es kaputt gemacht. Dann machen wir restlich auch noch. Wer hat denn das jetzt gerade gemacht? Ja, nicht. Oh, oh. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich dachte, ich trage gerade. Alter, ich wäre beinahe im Öl gespawnt, ey. Ich weiß nicht, woran die hier kaputt gehen, aber. Aber es gefällt dir, ne? Ja. Ja, da ist noch eine. Da ist ein Eimer drin, ne? Ich habe noch einen Schwan gefunden, können wir ihn behalten? Ja. So. Ja. So. Gib mir deine Schätze. Oh nee. Wasser. Luigi, da kommst du wohl nicht mehr weiter. Es wäre wohl am besten umzudrehen und den Techniker zu verfolgen. Ja, hier kommen wir wirklich nicht weiter. Ja, wir können zurückgehen. Hier kommen wir nicht weiter. Ich komme nicht durch vorbei. Dann gehen wir aber weiter. Ja, wir müssen zurück. Bye bye. Das ist ja noch alles. Ich bin immer wieder am Sterben, ey. Oh Gott. Komm her. Komm her. Hey, hast du auch gerade den Spaß deines Lebens? Ja. Geister verkloppen, macht voll Spaß. Ja. Da ist nur irgendwie das Gebrechen der Knochen. Man kann nicht alles haben im Leben. Wo bin ich? Ich bin im Nichts. Ich bin im Allem. Ja, ist ein U-Boot unten. Ja. Ah, oh. Da unten. Ich hab das gehört. Ich auch. Eine Leidensschreie. Haha. Ich rede eigentlich von dem Edelstein. Außerdem, wie kann ich denn leiden? Ich bestehe aus Gummi. Hm.
Boah, irgendwie eine Wand, aber die ist richtig kaputt. Ich glaube, das werden wir jetzt noch öfter hören. Wie ich einfach sinnlos irgendwie. Wow, als ob diese kleine Pfütze mich umbringt. Hey, das ist doch so lächerlich. Ja. Wie ein Mimik. Komm her. Da, ich war voll. Ja. Oh ja. Warte, zieh noch mal hoch, bitte. Mach du mal einen Stein. Wow. Ich bin direkt in das Ding rein. Guck mal, wie ich ins. Okay, sagen, guck mal, wie ich hier im Wasser. Oh, schön, ne? Lass los. Muss ich das machen? Ich glaube ja. Nun komm mal her. Und dann soll ich es sein. Ja, ich hab die ganze Arbeit gemacht. Jetzt gehst du nochmal da hoch. Nein. Sind noch Röhrchen. Das hatten wir vorhin die ganze Zeit, als du noch auf dem Wasser warst. Geh mal da runter. Ja. Denkst du wirklich, ich bin blöd? Wir müssen halt da ausprobieren, ob das geht. Natürlich würde das gehen. Fisch. Ja, wir sind Fisch. Nein. Alter. Nein, ich hatte gestern schon Fisch. Aber danke der Nachfrage. Außerdem, du magst keinen Fisch. Ja, deswegen gebe ich den, ne? Ja, wie kann man überhaupt keinen Fisch mögen? Oder nicht, ich bin da ekelhaft. Paul, ich meine, ich rede hier von Captain Iglo. Uah. Ich glaube, das war gerade ein Teil von Captain Iglo gewesen. Komm her, du. Ich hab's tot. Ich glaube, du hast es umgebracht. Ich habe es umgebracht, ja. Bist du jetzt glücklich? Ja. Ja? Ja. Na, dann bin ich tot. Ich bin nicht tot. Ich kann nicht sterben. Dann ist er schon wieder tot. Ich kann aber immer noch nicht sterben. Das ist für später. Dann gehen wir mal weiter. Soll ich mal? Ja. Na, wie gesagt, ich kann gar nicht sterben. Ich bin unsterblich. Ich auch nicht. Ich respawn. Ne, ich respawne die ganze Zeit. Ich doch auch. Nee, du nicht. Ich habe noch 99 Leben danach. Nee. Komm hier nicht. Mach mal Platz hier. Alles kaputt machen, ey. Ja. Nur zwei Psychopathen. So, wir sollten uns erstmal die Truhe holen. Stell dich mal bitte auf die Plattform, dann werde ich dir helfen. Jetzt geh rüber. Oder da hängt noch ein Geldsack. Mein kaputt. Okay. Was? Mach am besten einfach ZL, ZDR. Und jetzt sammel das Geld ein. Okay. Lass mich hier durch. Danke. Da unten schon? Ja. Okay. Ich glaube schon. Ich glaub, auf der linken Seite war ich aber noch nicht. Da ist nichts. Hier ist nichts. Dann mache er auf. Ja.
Wie kann Luigi so stark sein, Heino, und so ein schweres Tor aufmachen? Weil er super stark ist. Pilze sind gesund. Geben wir Muckis. Ah. Noch mit Gummi-Kampf jetzt, oder? Nee, scheiße. Don Tutenhus. Was? Da. Ja, der Kampf ist im Wasser. Was ist das? Ein Gummientenkampf. Der Kampf der Gummienten. Was kann ich jetzt machen, ja? Nee, ich kann nichts machen. Okay. Ich könnte dir nachher Unterstützung geben. Nehmen. Oh, schon. Ja. Ja, du musst den erstmal irgendwie. Was ist das? Du musst ihn erstmal irgendwie lähmen. Die Minse sind nicht, der Schlüssel. Oh. Nee, der will sich schützen. Der schützt sich mit seinem Fächer. Direkt, aua, dieser Fächer. Oh Gott. Ja, einfach. Gut, jetzt kannst du wieder reingehen. Ich kann dir von hier aus Unterstützung geben. Oh. Mach doch was gegen dich. Wieso ich? Ich kann nichts machen. Wirf eine Mähne auf mich, Mann. Du musst warten, bis er sich dreht. Mit seinem Fächer, der wird sich irgendwann mit seinem Fächer drehen. Nee, dann hast du. Aber du musst an ihn rankommen. Oh, da, er ist verwirrt. Gut. Los, schnapp dir sein Schwänchen und schieß es gegen die Stacheln. So. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um den. Oh, Herzchen. Da komme ich aber nicht ran. Selbst wenn deine Gummiente kaputt geht. Nee, dann fliegst du einfach nur raus und du kannst dir eine neue aufblasen. Weg mit dem Teil. Ich chill einfach hier. Das ist der beiden Minen. Jetzt was das. Er schlägt mit seinem Fächer zu und dann irgendwann wirbelt er auch mit seinem Fächer und dann ist er selbst verwirrt. Und zwar jetzt. Dann hätte es einfach warten müssen. Au! Ich hab Schaden bekommen. Ding, ding! Okay, ich übernehme! Okay, ich dreh mich. Oh ja, ich bin bereit für dich. Komm her! Nein, ich hau. Da, er ist verwirrt. Schnapp ihn dir. Schieße ihn nach oben. Ich bin geholfen. Geil. Badähnchen fürs Badezimmer. Was denn? Oh fuck. Habe die Spülung gezogen. Du hast die Klospülung gezogen.
Es war die Klospülung, die du gezogen hast. Die Klospülung. Ja, aber gerade habe ich schon gesehen. Ja. Du hast auch was. Das letzte Juwel können wir jetzt noch nicht bekommen. Das bekommen wir später. Ich muss noch mal einfach da rein, das habe ich gesehen. Ja. Und hiermit haben wir die 10. 10. Ich darf nicht treffen, ich darf nicht. Gut. So, hasch. Erstmal hier noch ein bisschen randalieren. Man kann nie genug Randale betreiben. Oh ja! Sagt er, während ich schon das Ding hier rumschmeißt. Ich glaube, wir sollten einfach jetzt mal die Fliege machen. Ja. Okay. Ey! Okay, lass mich wieder zurücklaufen. Ist ja nicht so weit. Ganz klar, wir machen mal an. Wie ne? Nein. Nein, jetzt will ich nicht. Du hast mich Sklave genannt. Das hat meine Gefühle verletzt. Dankeschön, Sklave. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Lauf, lauf, Sklave. Ich bleib einfach da hinten drin. Nein, du musst laufen. Du musst sowieso laufen. Ja, aber ich laufe jetzt nicht mehr. So. Ich weigere mich zu laufen. Aufzügchen. Eine 10 mitgebracht. Eine 10. Oh. Oh. Das sind nur 3 oder 4 Stockwerke, ne? Ja. Auf nach 10. Pyramidia. Die Pyramiden. Die Pyramiden. Schöne Saugglocke. Schöne Saugglocke. Also, darf ich mal dran ziehen? Nein. Oh. Das ist ein cooles Stockwerk. Das ist ein etwas merkwürdiges Hotel. Wenn du mich warst. Ach, was? Aufwachen. Geschichte. Willst du mich? Ja, ein Auge. So mache ich Kerzen aus. Sieht es auch gern ein. Bei meiner nächsten Geburtstagsparty. Ja, du solltest nicht, du solltest nicht auf den Schalter in der Mitte gehen, ne? Wurde aber nicht getroffen, also. Das sind übrigens Giftpfeile. Nicht getroffen. Was zu agil. Was zu agil. Was? Was? Erklärt mir diese Bilder hier, ihr Dinger. Erklärt sie uns. Erklärt sie uns. Sie haben es nicht erklärt. Sie haben es nicht erklärt. Bevor du da reingehst. Versuchen das jetzt noch mal. Schlangen. Ich mag Schlangen. Magst du auch Schlangen? Das geht. Wir sind ganz schön shit. Ja. Ach, dann mal jetzt. Ja. Und dann wollten sie dich beißen.
Das ist cool, ne? Wie? Wie ist das möglich, ne? Das sein den ganzen Sand jetzt hier einsaugen. Boah. Na, hier sind überall ein paar Juwelen versteckt. Du musst echt den ganzen Sand hier einsaugen. Ey. Da, Sandburg. Sandburg kaputt machen. Hey. Ich glaube, haben wir gerade die Illusion von euch Kindern da kaputt gemacht. Was? Das hat mir gefallen. Ja, ich gehe mal geradeaus da lang. Alter, wie viel Loot hier drin ist. Vorsicht, hey. Da kommt einer. Ganz ehrlich. Oh, alle erledigt. Ich gehe weiter auf. Sieh mal eine Linie im Sand. Im Sand. Oh, hab ein Juwel gefunden. Schön. Haha. Ich hab's ganz alleine gefunden. In diesem Stockwerk habe ich es geschafft, 5 von 6 Juwelen zu finden. Ja. Finden, ohne Guide. Ja, wie du guckst, ein Guide. Wie kannst du das wagen? Ja, ich hatte keinen Bohrhock Münzen auszugeben. Moment. Oh, kann man sogar abmachen. Ja. Bonk. Oh, jetzt ist da auch schon Geld drin. Ne. Ihr habt bestimmt einen Erfolg, wenn man jedes einzelne Sandkorn hier einsammelt. Nein. Doch. So. So was von. Aber dafür haben wir keine Zeit. Oh, doch. Ich muss. Darauf stehen die Zuschauer. Genau, sie stehen darauf, wie 2 Psychopathen hatten hier Sand einsaugen. Ja. Oh. Liebe Zuschauer, hört bitte nicht auf das, was er gerade zu sagen hat. Oh, guck mal da! Ich habe einen Buhu-Ball gefunden! Ich habe einen Ball gefunden! Und. Piu! Was? Ich habe einen Ball! Fang! Ja! Nein. Nein! Du hast falsch gezielt! Was denn jetzt? Hä? Nein, jetzt ist er weg. Ah, da ist er. Hey, fang! Fang! Ich kriege ihn. Wo ist er? Da. Oh Mann. Ah. Oh. Wo hat denn nochmal? Link und Sieg. Ich krieg ihn. Ah. Was ist das für ein Skelett? Das ist kein Skelett. Gucken wir mal, was es ist. Da kannst du es erkennen. Das ist ein Drache. Das ist eine Schlange, du Depp. Das ist eine optische Illusion. Was? Optische Illusion? Nein. Das sieht aber nicht aus wie ein Zug. Erinnert sich das nicht gerade so ein bisschen an Cuphead mit dem Zug? Auch eine Abdruckstimme. Aber warte. Guck mal da. Was passiert hier, wenn ich daran reibe? Reib dran. Ja, ich reib dran. Ich reib schon dran. Boah, Geld. Mach dich lieber mal bereit. Wo willst du denn hin? Ja, als meins. Geld. Wir sind Mr. Krabs. Ich liebe Geld. Liebst du auch Geld? Okay. Einfach eingesaugt. So geht's auch. Ja. Warte mal. Da habe ich mit dem Sand. Mach ich. Muss ich denken. Und wir sollten den Schlangen, diesen Schlangengott, wieder zusammensetzen. Jetzt machen wir euch dafür frei. So. Ich hasse Sand. Hier kommt überall rein. Ja, vor allen Dingen in den Schuhen. Sand im Schuh zu haben, das ist echt nicht schön. Hattest du schon mal Sand in den Schuhen? Oh ja. Das ist unangenehm, ne? Ja, war nicht so unangenehm wie Wasser, finde ich. Ich finde der Sand ein bisschen unangenehmer.
Ja, dann nichts Schlimmeres als nasse Socken. Ja, oh ja, stimmt. Da gebe ich dir recht. Wenn du mit den Socken in irgendeine nasse Pfütze eintritt. Oh Gott. Ja, oh Gott. Ich war beinahe drin. Ah. Eine Schlange, war eine Schlange drin. Ja, ein Schlangenjuwel, um genau zu sein. Boah, gebe ich gar nicht so weit gesehen. Ja. Ich hab's gefunden. So, haben wir hier draußen alles. Nein, da hinten, da ist noch eine Palme. Die ist doch nicht echt, da ist eine Fata Morgana, siehst du das nicht? Ich komme, Oase, ich komme. Du hast doch gar nicht ein, da ist Wasser. Nein, geh nicht auf, geh nicht drauf zu. Nein, Harry, geh nicht auf das Licht. Nicht, was? Nein, Johnny, tu das nicht. Nein, Johnny, lass das. Also 40 Schaden. Also. Ja, wenn wir zusammen machen. Immer mal wieder, Teamwork zahlt sich aus. Ja, Teamwork zahlt sich doch irgendwie aus, ne? Irgendwie, ne? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Wir sehen. Ich höre ihn da auf jeden Fall. Oh, wo ist er? Sehe nicht. Ah, da ist er. Boah. Ich krieg ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hatte ihn zuerst. Und jetzt zieht sich das hier ab. Sie sehen mir dieses ganze schöne Geld an. Geld, 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 Geld. Hab's kaputt gemacht. Oh, warte mal, ja. Also, das ist eine Wand. Haben wir einen Eingang oder so gefunden. Haben wir jetzt alles hier draußen? Ich glaube ja. Oh, dann mach ich einen Schnitt, weil wir haben 30 Minuten. Ja, wir sollten aber noch in Richtung der Pyramide laufen. Und was dann für wunderbare Geheimnisse in dieser Pyramide auf uns warten, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich bin so langsam. Ja, weil du so ängstlich bist. So, wir stellen uns jetzt hier hin. Ja, ich muss euch eigentlich wieder sauber machen. So, gut. Ja. Okay. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Wenn es heißt, wir beide gehen in eine Pyramide. In Luigi's Mansion 3. Ja. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.